Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Relic Talk. Ich bin der Relic Emmet und wir spielen immer noch Slay the Spire. Wir haben im letzten Video gegen den ersten Boss gekämpft, oder gegen den Boss, ich denke mal gegen den ersten Boss, haben richtig schön aufs Maul gekriegt und zur Belohnung neuen Charakter freigeschaltet. Wahrscheinlich aus Mitleid, denke ich mal. Ich würde sagen, starten wir den zweiten Durchlauf. Wollen wir gleich mal mit dem neuen Charakter hier das Ganze testen. Mal gucken. Eine tödliche Jägerin aus den Nebelländern. Beseitigt Gegner mit Dolchen und Giften. Schlangenring. Zu Beginn jedes Kampfes ziehst du zwei zusätzliche Karten. 5 verbleibende Freischaltungen und 300 EP brauchen wir noch. Hier haben wir ja schon 91 yay, EP gesammelt. Ich würde sagen, wir testen den Charakter einfach mal. Ich bin gespannt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Jäger- oder Schurkentyp. Eher so Magier, aber da wir das hier nicht zur Auswahl haben, also ich könnte mir gut vorstellen, dass da hier was kommt. Aber, tja, nicht im Early Access, wie es aussieht. Also spielen wir einfach mal mit dieser Jägerin. Oh. Ein Schleimwahl-Dings-Gedöns. Hatten wir das beim ersten Durchlauf auch? Ich glaube nicht, oder? Okay, seid gegrüßt. Ich bin Neo. Erreiche den Boss, um meinen Segen zu erhalten. Okay. Ist die Karte diesmal länger? So gefühlt auf jeden Fall. So, wo fangen wir an, Leute? Wo fangen wir an? Gleich als zweites ein Händler brauchen wir das unbedingt. Aber dann dauert es eine ganze Zeit, bis hier wieder ein Händler kommt. Nicht erst kurz vor Ende. Aber hier gibt es schön viele Fragezeichen. Da können sich ja wahrscheinlich auch Händler hinter verstecken. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fangen hier an, arbeiten uns hier hoch. Dann werden wir hier mal schauen, wie es aussieht, ob wir erst uns um den Elite kümmern oder ob wir uns erst vielleicht heilen. Weil hier können wir es ja hinterher noch. Schauen wir mal, wir fangen auf jeden Fall hier mal an. Kämpfen gegen einen Kiekerwurm. Dann war das andere wohl ein Kiekerwurm groß. Oh, der haut gleich mal für 11 Schaden rein. So, jetzt haben wir hier einen Haufen neuer Karten, die natürlich noch alle irgendwie unbekannt sind. Schlag verursacht 6 Schaden, das ist quasi wahrscheinlich analog zu dem, was wir vorher auch hatten. Hier Blocken für 5. Überlebenskünstler, du erhältst 8 Block und wirfst eine Karte ab. Okay, vorhin hatten wir eine, dass wir, ich glaube, 8 Block kriegen und eine ziehen, oder? Verteidigen, Schlag und verteidigen, verteidigen. Ja, wenn ich die als letztes spiele, müsste das ja eigentlich nichts ausmachen. Ne? Bei 11 Schaden würde ich sagen, machen wir zweimal Block und hauen uns den Überlebenskünstler rein. Und jetzt haben wir hier eine Karte zum Abwerfen. Ich denke mal, die kommt ja dann nur in den Abwurfstapel, ne? Nehmen wir hier einen Verteidigen. Ach ja, Zug beenden. So, Gegner greift an. Das hat uns erstmal nichts gemacht. So, was haben wir hier? Neutralisieren. Du verursachst 3 Schaden und wendest ein Schwach an. Ja, sehr schön. Der Gegner blockt und bufft. Das heißt, wir kassieren in dieser Runde keinen Schaden und können einfach mal austeilen, ne? So, jetzt müsste er ja hier quasi mehr Schaden kriegen, oder? Ach nee, verursacht weniger Schaden. Ach Gott, ja. Das andere war verletzlich. So.
So, der Gegner ist gut angekratzt. Verwendet Brüllen. Ach, hier gibt es wieder Stärke dazu. Plus 3. Der Gegner beabsichtigt sie zu blocken und 10 Schaden zu machen. So. Ja, da gibt es auf jeden Fall nochmal eine Neutralisieren. 3 Schaden weniger sind 3 Schaden weniger. Das heißt, wir können jetzt einfach nochmal einen Schlag draufhauen, neben unseren Überlebenskünstler. Und schmeißen eine Karte ab. So kriegen wir keinen Schaden in der nächsten Runde. Ach Gott, ich hätte ja noch eine Karte spielen können. Mein Gott, wie doof. Aber hätte uns ja auch nicht viel gebracht. So, der Gegner will blocken und buffen. Das heißt, wir können eigentlich ordentlich drauf brezeln. Reicht leider noch nicht ganz, um den Gegner zu besiegen. Könnte vielleicht in der nächsten Runde was werden. So, Angriffsschaden erhöht um 6. Jetzt kassieren wir schon 17 Schaden. Und dann nochmal eine Neutralisierung drauf. Ja, wir müssen jetzt 10 Schaden machen. Ja, das reicht doch. So, erster Gegner besiegt. 12 Gold und eine Karte. Schnitt, du verursachst 5 Schaden. Giftstich, du verursachst 5 Schaden und wendest 3 Gift an. Okay. Und ausmanövrieren. Du erhältst im nächsten Zug Energie. Kriegen wir dann 2 Energie? Oder ist das nur ein Fehler in der Darstellung? Oh, das ist halt, die klingen alle gut, die Karten. Schnitt ist hier für 0 Energie. Sowas ist natürlich immer ganz cool. So wie die Zornkarte mit dem anderen Charakter. Aber hier über Schaden über Zeit. Vergiftete Kreaturen verlieren in ihrem Zugbeginn TP. In jedem Zug wird Gift um 1 reduziert. Wir nehmen hier Gift. Das klingt gut. So, nächster Gegner. Was haben wir jetzt hier los? Die hatten wir, glaube ich, auch schon. In unserem ersten Run. Die wollen beide angreifen. Jetzt haben wir hier unseren Giftstich schon. Ich würde sagen, den testen wir einfach mal. Für 13 kassieren wir Schaden. Das passt ja, dann nehmen wir eine Verteidigung und einen Überlebenskünstler und werfen eine Schlagkarte ab. Drei Schaden, das ist schon. Ach so, und dann im zweiten, ich glaube, 2 Schaden und im letzten einen. Ja, macht 6 Schaden. Ist doch gar nicht so verkehrt. So, hier haben wir wieder unser Neutralisieren. Weniger Schaden ist immer gut. Jetzt kassieren wir noch für 11. 10 können wir blocken. Ach, wir können ja den hier auch gleich eliminieren. Das heißt, wir kassieren effektiv nur noch 6. Und nehmen dabei natürlich nicht mal Schaden. So, Haufen verteidigen. Was macht der Gegner? Einen negativen Effekt auf mich wirken. Frech. Dafür gibt es erstmal eine rein. Oh, jetzt hat er 6 Blocken. Ja. Bringt uns zwar nichts, der Block. Das haben wir jetzt hier geschwächt. Verursacht 25% weniger Schaden. Ja. Gibt es trotzdem geschwächt drauf und
zweimal Schlag und dann war's das mit der Laos. 10 Gold, eine neue Karte. Oh, was haben wir hier? Dolchnebel. Du verursachst zweimal 4 Schaden an allen Gegnern. Schön. Akrobatik. Du ziehst 3 Karten und wirfst eine ab. Auch nicht schlecht, wenn man gerade so wie eben eine Runde hat, wo der Gegner nicht angreift, aber fast nur Blockkarten auf der Hand hat. Könnte sich das auszahlen. Und Giftstich. Die haben wir schon. Ach, schwierig. Ich wäre ja fast für den Dolchnebel hier. Wir nehmen den Dolchnebel. So, Fragezeichen. Ich bin gespannt. Du findest eine schimmernde Bündelung von Licht im Zentrum des Raums. Die warmen und verzaubernden Muster laden dich ein. Verbessere 2 zufällige Karten, verliere 14 TP. Oder verlassen. 14 TP, ich meine, das ist schon nicht wenig. Aber 2 zufällige Karten verbessern, da kann auch was wirklich Gutes dabei sein. Wir sind noch relativ am Anfang, wir können ja dann nachher sonst uns zur Not auch am Lagerfeuer heilen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Verteidigung und Giftstich verbessert, nicht schlecht. Als du durch das Licht schreitest, bemerkst du, dass das Licht von dir absorbiert wird. Es ist brennend heiß, der Schmerz verschwindet jedoch schnell. Du fühlst dich belebt, als hättest du einen wohlverdienten Klaps erhalten. Okay, was auch immer ein wohlverdienter Klaps ist. So, das nächste Fragezeichen. Schön viele Fragezeichen hier. Ja, wir können ja dann hier zur Not und sonst vor dem Elite-Gegner heilen. Wir schauen mal, wie es bis dahin aussieht. Oh, eine Truhe. Was haben wir? Ein Traumfänger. Immer wenn du dich ausruhst, kannst du deinem Deck eine Karte hinzufügen. Okay. Schön. Das nächste Fragezeichen. Du betrittst einen Raum und findest ein großes Loch im Boden. Als du dich dem Boden näherst, erscheint eine enorme Giftschlange. Hoho, hallo. Was haben wir denn hier? Hallo Abenteurer, ich stelle dir eine einfache Frage. Das erfüllteste Leben ist das, in dem du alles kaufen kannst. Stimmst du zu? Ach, 175 Gold. Und Fluch. Am Ende jeder Runde ein Schwach. Damit mache ich weniger Schaden. Und für 175 Gold? Ach nee, eigentlich nicht, oder? Nee, das machen wir erstmal nicht. Die Giftschlange starte ich voller Enttäuschung an. Oh, na, da grinst sie aber noch schön. Gut. Ach, was machen wir jetzt? Probieren wir uns an dem Elite, oder? Nee, ich würde sagen, wir gehen erst zum Lagerfeuer. 14 haben wir für uns. Machen dann nach dem Elite. Dann haben wir die Wahl, ob wir uns nochmal heilen wollen oder eine Karte verbessern. Ja, doch, so machen wir das. Sind zwar jetzt 21 HP, das heißt, wir heilen nicht gerade effektiv, aber ich weiß nicht, wie hart der Elite-Gegner wird. Deswegen ruhen wir uns einfach mal aus. Ach ja, jetzt dürfen wir ja noch dank unserem Traumfänger hier eine Karte ziehen. Oh, vernichten. Für 4. Okay, ja, wir haben ja am... Nee, haben wir nicht. Wir haben am Anfang, wir haben nur 3. Also 4 bringt uns hier ja gar nicht viel. Kostet für jede in diesem Zug abgeworfene Karte ein Energie weniger. Du verursachst 3x6 Schaden. Knieschuss, du verursachst 8 Schaden und im nächsten Zug erhältst du Energie. Oder Beinfeger, du verwendest 2 Schwach an und erhältst 12 Block. Oh, das sind alle spannende Karten. Die reizt mich ja schon. Aber trotzdem, selbst wenn wir eine Karte oder 2 Karten vorher ausspielen, 2 können wir ja gar nicht, dann kostet sie immer noch 2 Energie. Bräuchten wir ja trotzdem wieder 4. Das heißt, wir müssten eine Karte ausspielen und dann diese. Ja.
Schwierig. Hier haben wir für 1 quasi kostenneutral, wenn wir im nächsten Zug nochmal Energie kriegen und das für 8 Schaden. Aber hier 12 Block und Schwach ist natürlich eine super Verteidigungskarte, kostet allerdings auch 2. Ich glaube, wir nehmen den Kniestoß. So. Der nächste Elite-Gegner. Ja, den hatten wir auch schon mal, den Gremlin Aristo. Der Gegner möchte einen Buff einsetzen. Das heißt, wir können ihn erstmal nach Möglichkeit Schaden reinhauen. Hier haben wir unseren Dolchnebel. Schauen wir mal, was haben wir denn? Dolchnebel, Schlag. Ja, geht doch eben erstmal den Dolchnebel. Einen Schlag. Dazu noch einen Neutralisieren. Ja, eigentlich sinnlos, aber wir nehmen es einfach mal. Erzürnen, ja. Immer wenn wir eine Fähigkeit spielen, erhält er 2 Schaden. Der Gegner möchte angreifen für 14. Das heißt, wir hauen uns auf jeden Fall erstmal einen Block drauf. Ach ja, jetzt macht er dann schon 16 Schaden. Ja, und jetzt haben wir nicht groß die Wahl. Hauen ihm nochmal 12 Schaden hier rein. Kassieren jetzt natürlich auch ein bisschen was. Jetzt haben wir hier unseren verbesserten Giftstich. Verbessertes Verteidigen. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das war vorhin keine schlechte Wahl. Unseren Kniestoß, wo wir in der nächsten Runde Energie mit kassieren. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Giftstoß. Genau, den Kniestoß auf jeden Fall. Und dann nehmen wir nochmal Armatur Verteidigen. Kassieren jetzt zwar wieder 10 Schaden, aber zur Not kommt ja gleich wieder ein Lagerfeuer. So, er will wieder 10 Schaden machen und einen negativen Effekt auf mich wirken. Ja, erstmal neutralisieren, weniger Schaden kassieren, das ist immer gut. Und dann können wir noch einen Schlag ansetzen. Tja, jetzt habe ich hier schon mehr als ich brauche. Ach ja, das ist gar nicht so clever, hier zu viel reinzuhauen, weil dann natürlich seine Stärke wieder steigt. Würde ich sagen, lassen wir es so, spielen die Karte gar nicht weiter aus. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Jetzt haben wir verletzlich, kassieren also mehr Schaden. Oh, jetzt greift er gleich für 33 an. Das ist natürlich auch eine harte Nummer. Und er hat auch leider immer noch sein Erzürn. Das heißt, mit jeder verteidigen Karte wird der Schaden auch mehr. Aber wir setzen mal unseren Dolchnebel ein. Jetzt sind es noch 18 HP, die er hat. Ja, aber wir sollten trotzdem unsere Verteidigung hier raussetzen. Wie lange hält denn dieses Erzürnen eigentlich? Aua. Oh, und schon wieder für 39. Oh Leute, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, wir sind in der nächsten Runde schon tot. So eine Scheiße. Wir haben jetzt zwar 18 Block, kassieren aber auch 48 Schaden. Oh nein. Tja, das ging
deutlich schneller, als ich das erwartet hätte. Gut, immerhin haben wir wenigstens ein bisschen was freigeschaltet. Ja, der Run lief nicht besonders gut. Aber das lag mit Sicherheit an mir. Wir schauen mal, ob wir es im nächsten Run besser machen können. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da oder ein Like. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Relic Emmett.